Herzlich willkommen zum sechsten und letzten Konzert des Liedfestivals Kassel. Ursprünglich sollte heute die Partie des Mezzosoprans Marie-Louise Dresen übernehmen, aber ihre Mutter und Großmutter verunglückten schwer und sie war gerade in diesen schwierigen Zeiten einfach dazu gezwungen, sich um sie zu kümmern. An dieser Stelle herzlichen Gruß nach Dresden zu Marie-Louise. Das italienische Liederbuch, das sie zusammen mit Christoph Kögel interpretieren wollte, wird dann im nächsten Jahr nachgeholt. Uns ist es geglückt, auf ganz schnelle Art und Weise einen wunderbaren Ersatz zu finden, Vero Miller, die hier noch am Staatstheater Kassel engagiert ist. Natürlich wurde deshalb der erste Teil des Programms umstrukturiert. Christoph Kögel und Vero Miller werden also verschiedene Lieder von Brahms, von Robert Schumann und Hugo Wolf singen und nicht das italienische Liederbuch. Gerade die fünf Lieder Opus 40 von Robert Schumann haben es mir persönlich besonders angetan, deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass Vero sie ausgesucht hat. Diese Lieder gehen ja auf Hans Christian Andersen zurück und wurden von Adelbert von Chamisso in freier Nachdichtung ins Deutsche übertragen. Die Nummer 5 ist dabei nicht von Andersen, sondern ist ursprünglich ein Gedicht aus dem Neugriechischen, das dann aber ins Französische übersetzt wurde und dann von Adelbert von Chamisso schließlich ins Deutsche übertragen wurde. Warum Schumann dieses Lied noch dazu ausgewählt hat, das wissen wir nicht. Aber schön ist ein Widmungsschreiben Schumanns an Hans Christian Andersen, der ihm und Clara in freundschaftlicher Weise verbunden war. Nehmen Sie denn meine Musik zu Ihren Gedichten freundlich auf. Sie wird Ihnen vielleicht im ersten Augenblick sonderbar vorkommen. Ging es mir doch selbst mit Ihren Gedichten so. Wie ich mich aber hineinlebte, nahm auch meine Musik einen immer fremdartigeren Charakter an. Also, an Ihnen liegt die Schuld allein. Andersens Gedichte muss man anders komponieren als Blühe, liebes Veilchen. Begrüßen Sie mit mir jetzt Vero Miller und Christoph Kögel. Und natürlich. Stein und Kreuz die Grenze hat, die Namen überwachsen kaum zu lesen. Thank you.
Es glänzt der Mond nieder, ich sollte doch wieder zu meinem Liebchen, wie mag es mir gehen? Ach, wie sie verzaget und klaget und klaget, dass sie mich nimmer im Leben wird sehen. Weiß im reinen Schnee, schimmernd
O Mädchen, hat keiner uns zugeschaut? Die Sterne, sie standen am Himmel, wir haben den Sternen getraut. Es ist ein Stern gefallen, der hat es dem Meer uns verklagt. Da hat das Meer es dem Ruder, das Ruder dem Schiffer gesagt. Da sang derselbige Fischer, es seiner Liebsten vor. Schlaf noch kühlt das Augenmeer. Dort geht schon der Tag herfür an meinem Kammerfenster. Es mein verstörtes Sinn noch zwischen Zweifeln her und hin und schaffet Nachtgespenster. Seele. Froh
Oh!
Oh,
folgt eine kurze Pause von 10 Minuten.
Schatten der Nacht, wo wir Gefahr sehen.
Thank you.
Thank you.
21. Bedanken möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei all unseren Sponsoren, vor allem bei der Stadt Kassel, bei vielen privaten Sponsoren und vor allem bei Matthias Enkelmeier und der Erlöserkirche hier, die uns es ermöglicht haben, dieses ganze Festival mit Streaming und Umbau und Abbau und Umbau und Abbau wieder einfach ihnen zugutekommen zu lassen. Vor allem auch noch, das habe ich vergessen, vielen Dank an Michael, weil er hat unglaublich viel organisiert und er ist dann, hat dann auch noch die anderen Lieder schnell gelernt und, und. Also das fand ich auch ganz fantastisch. Leider gibt es heute keine Blumen, die waren alle ausverkauft. Muttertag. Wir wollen dieses Festival mit Musik ausklingen lassen.